Bis zur Gewalttat selbst ist es kein weiter Weg. Wenn die das nicht hinkriegen, dann müssen sie dafür blechen. Dagegen halten, Mund aufmachen, Haltung zeigen. Wir sind das Volk. Ja, moin moin. Ich habe mal wieder so einen feministischen Plumperquatsch aus dem Bundestag zusammengeschnitten. Diesmal mit Kommentar. Es geht zurück, die Idee eigentlich zumindest auf eine UNO-Resolution aus dem Jahr 2000, in der nämlich anerkannt wird, dass vor allem Frauen und Kinder von bewaffneten Konflikten und Kriegen betroffen sind, aber zugleich mehr als 90% der offiziellen Friedensvermittler weltweit männlich sind. Wer sich über das Thema feministische Außenpolitik lustig macht wie die AfD, der macht sich heutzutage einfach nur noch selber lächerlich. Und dass sie ein Problem mit Frauen haben, das sieht man ja auch daran, da muss man einfach nur in ihre Reihen schauen. Eine feministische Außenpolitik, das heißt, die Rechte, die Repräsentation und die Ressourcen von Frauen sicherzustellen und zu stärken. Außenminister Maas hat sich ja schon sehr wolkig auch zu dieser Idee bekannt. Und es geht dabei überhaupt nicht darum, dass ob Frauen die besseren Menschen sind. Ja, finde ich schon sehr bezeichnend, dass sie sagt, es geht nicht darum, dass Frauen die besseren Menschen sind. Denn wenn sie nicht der Überzeugung wäre, dass Frauen die besseren Menschen sind, dann hätte sie ja gesagt, es geht nicht darum, dass Frauen die besseren Menschen wären oder seien. Ne? Worum es geht, das wird im Handbuch der schwedischen Regierung sehr klar und bestechend erklärt. Zitat, die feministische Außenpolitik, sie beginnt und endet mit der Realität. Sie basiert auf Fakten und Statistiken zum Alltag von Mädchen und Frauen und sie möchte konkrete Ergebnisse im Leben von Menschen, übrigens nicht nur Frauen, erzielen. Andernfalls verliert sie ihre Relevanz. Aha, sie möchten konkrete Ergebnisse im Leben von Frauen und Männern erzielen, in den fremden Ländern, mit ihrer Außenpolitik. Mhm. Also vielleicht wäre es am besten, wenn man das so organisiert, dass die Menschen am wenigsten von betroffen sind oder so. Weil eigentlich soll man die doch möglichst in Ruhe lassen. Das internationale Peace-Institut hat Friedensprozesse weltweit untersucht und festgestellt, dass ein stabiler Frieden um mehr als ein Drittel wahrscheinlicher wird, wenn Frauen am Prozess beteiligt werden. Ja, die Daten dieser Untersuchung, die liegen schon vor, die hat der Abel rausgesucht. Habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt dazu. Glauben wir es halt einfach mal, dass sie dann ein bisschen wahrscheinlicher sind, so Friedensverträge, wenn da mehr Frauen mit am Tisch gesessen haben. Obwohl ja die Frauen im Prinzip gar nicht da sind, also wie wir das eigentlich gemessen haben. Whatever, wie gesagt, gehen wir davon aus, meinetwegen, dass das stimmt. Es hat ja auch niemand was dagegen, dass Frauen damit an den Friedenstischen sitzen. Ne? Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Das Dumme ist nur, sie sind in der Regel nicht da. Allerdings sind nur 8 von 100 Stühlen an den Tischen von Friedensverhandlungen von Frauen besetzt. Ja, sag ich ja, sie sind halt nicht da. Und das muss sich endlich ändern. Ja, das wäre nicht schlecht, sozusagen, wenn sie sich da ein bisschen mehr beteiligen und einbringen würden. So, da hilft es auch nicht, wenn man die Politik dann feministisch nennt. Die Frauen nicht da sind, sind sie nicht da. Wo auch immer sie dann sind in der Zeit, ich weiß es nicht genau. Ich will aber jetzt gar nicht rumspekulieren, aber sie sind nicht da im Auswärtigen Ausschuss. Übrigens sollte man nicht immer nur mit dem Finger in die Ferne zeigen. Wenn wir glaubwürdig für die Rechte von Frauen eintreten wollen, müssen wir auch auf dem internationalen Parkett gleichberechtigt Frauen in erster Reihe haben. Und wie sieht es da in den deutschen Botschaften aus? Derzeit 20 Botschafterinnen und 132 Botschafter. Das sind keine Zahlen, auf die Heiko Maas stolz sein kann. Und da erwarten wir schnelle Veränderungen. Die Frauen sind aber doch nicht da. Und meine zweite Botschaft, die geht raus an alle Frauen und vor allem Mädchen da draußen. Lasst euch nicht entmutigen, glaubt an euch selbst, macht euer eigenes Ding und geht euren eigenen Weg. Vielen Dank. Heute, 100 Jahre später, reden wir über feministische Außenpolitik. Und wieder gibt es diese Heiterkeit. Und wieder gibt es, ihr Männer da drüben seid wirklich sehr, sehr berechenbar. Aber es ist nicht klug. Ja gut, dass Männer und Frauen gleich sind, ne? Hinter dieser Heiterkeit verbirgt sich die Frage vieler, nicht aller Männer, die ich häufig gehört habe in den letzten Tagen, was soll das denn jetzt? Oder habt ihr keine anderen Probleme? Oder wie albern ist das denn? Ja, finde ich durchaus nachvollziehbar, diese Fragen. Vor allem die letzte ist ja doch auch, also wenn das eine typische Frage ist, die sie bekommt, dann zeigt das ja doch eine ganze Menge an Ablehnung. Ne? Was bedeutet nun feministische Außenpolitik? Erstens die aktive Teilhabe von Frauen an der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, das heißt doch schon wieder, dass die Frauen früher nicht teilgehabt hätten oder so, oder dass man sie
aktiv ausgeschlossen hätte. Und dafür besteht kein Grund, das anzunehmen. Und leider übrigens die Grünen, die den Antrag gestellt haben, ihr habt keine einzige Frau als ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ja, ich sag doch, sie sind nicht da. Das kann auch noch besser werden. So viel zur feministischen Außenpolitik. Inhaltlich geht es um die Interessen, die Rechte und den Schutz von Frauen vor Gewalt und Unterdrückung. Ja, und da geht es jetzt nicht drum in der Außenpolitik, oder was? Das wird vernachlässigt, oder was? Willst du das damit sagen? Vielleicht liegt es daran, dass keine Frauen da sind im Auswärtigen Ausschuss. Oder eben nur mal eine von den Linken und von den Grünen, gerade keine oder so. Aber meckern, dass es nicht feministisch genug wäre. Ich kack ab. Wenn mehr Frauen in der Außen- und Sicherheitspolitik agieren, ändert sich der Blickwinkel auf diese. Leider ist Außenpolitik in unserem Land und weltweit nach wie vor eine Männerdomäne. Ja, wenn es doch sonst keiner macht, die Männer machen es wenigstens. Wenn es um Krieg und Frieden geht, sitzen keine, du bist da, okay, aber die anderen sitzen doch nicht genug da. Nur sehr, sehr wenige Frauen an den Verhandlungstischen. Und das genau muss sich ändern. Ja, bitte. An dieser Stelle höre ich dann oft, was wollt ihr denn? Ihr habt doch eine Bundeskanzlerin. Ja, ihr sagt das ja alles wunderbar. Ihr seid so berechenbar und so Entschuldigung, blöd. Auch, ne? Ja. Das ist und nochmal, Frauen und Männer sind ja ziemlich gleich eigentlich, ne? Also Frauen sind auch nicht schlauer oder so. Was eine unterirdische Art, im Bundestag zu reden. Wenn das nicht wirklich flegelhaft ist, dann weiß ich aber nicht. Also ungebührlich daneben und auf jeden Fall ein Ordnungsruf wert. Ja? Genau wie das Gegeier dazu. Albern, kindisch finde ich das. Meine Fresse. Immer noch dominieren dunkle Herrenanzüge die Parlamente. Ja, die Frauen sind halt nicht da. Auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz dominieren die dunklen Herrenanzüge. Frauen wollen und können außenpolitisch tätig sein. Und Frauen sind dafür auch besonders geeignet. Wir sind gute Diplomatinnen, gute Brückenbauerinnen. Nicht Konfrontation, sondern Ausgleich der verschiedenen Interessen ist unser Grundprinzip. Und dies alles im Interesse der Schwächsten, der Frauen und im Interesse des Friedens in der Welt. Und vieles von dem, was im Antrag steht, wird auch schon gemacht. Ich nenne drei Punkte. Erstens der nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Resolution 1325. Zweitens die EU-Taskforce zu Frauen, Frieden und Sicherheit. Und drittens die Unterstützung der Bundesregierung vom African Women's Leaders Network. Ja, und das wird alles gemacht, ohne dass Frauen in der Überzahl sind und ohne dass das feministisch heißt. Es sind nicht genug Frauen da und die machen das trotzdem. Also, könnte man vielleicht mal merken oder so wenigstens. Ja? Mann, Mann, SPD, CDU. Das ist uns wichtig, lieb und teuer. Aber wir Frauen wollen mitmachen. Wir wollen dabei sein. Und das steckt hinter der feministischen Ja, leider eben doch nicht. Ihr seid doch nicht da. Sie sind nicht genug da. Sie sind nicht da. Wo immer sie sind. So, jetzt kommt Herr Bistron dran. Ja. Das erwähnt Frau Roth, weil sie vergessen hat, ihn einzuleiten, also ihn vorzustellen, als er auf dem Weg zum Podium war. Meine Güte. Sehr geehrte Damen und Herren. Ja, findet die AfD lustig, findet Frau Roth, meine Güte. Was ist ein Argument, ne? Oder was ist eine Aussage, meine Güte? Wir müssen uns heute mit einem sexistischen Antrag von Claudia Roth und ihrem Künstlerkollektiv beschäftigen. Kostprobe aus dem Papier. Frauen und Mädchen werden in allen Regionen der Erde diskriminiert. Ihnen werden gleiche Rechte verwehrt und es wird verhindert, dass sie politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich gleichberechtigt teilhaben können. Das schreibt eine Frau, Vizepräsidentin eines Parlaments in einem Land, in dem seit 13 Jahren eine Frau regiert. Oder etwa Angela Merkel
zum 8. Mal nacheinander zur mächtigsten Frau der Welt gekürt, auch strukturell diskriminiert und an der gleichberechtigten politischen Teilhabe gehindert? Ja, wahrscheinlich schon. Das erfahren wir dann später noch. Warte uns mal ab. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht, indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben. Entschuldigung, ich werde nachher darauf eingehen. Stoppen Sie die Zeit, jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also, bitte, Ihr Einwurf. So. Klar, parteiisch als Präsidentin versucht hier eine Anweisung zu geben mit so, hau ab, so, guck nach vorne oder so. Auch eine ziemlich komische Art, herrisch oder so, ich mal sagen, ja, bossy. Klappt aber natürlich nicht. Ja, eine komische Art von ihr, ne? Also, nicht souverän genug von ihr. Oh, Herr Bistron, ich versuche hier die Sitzung zu leiten. Ich bitte Sie, wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen. Und ich werde dann gegebenenfalls auf Ihre Geschichten antworten. Es gibt hier schon Diskussionen im Hause, dass Sie der Rolle als Vizepräsidentin nicht gewachsen sind. Sie bestätigen das Thema. So. Okay, das ist ein bisschen unnötig, vielleicht das Scharmützel, aber ganz witzig, der White Knight springt hier ein für die Frau Roth. Ne? Beschützt die Frau mal eben. So, Sie wissen doch, wie gucken Sie nach vorne, was auch immer er da meinte. Und ja, peinliche Situation, die Frau Roth da versucht wegzulachen. Aber richtig ist wohl, dass sie das Ganze nicht so richtig im Griff hat und wenig souverän ist. Und jetzt diesen Aufruf dann geißeln, oder diese Aussage dann geißeln will, und das vorher mit dem Blöd, das war ihr egal offensichtlich, war das möglicherweise auch ihre Meinung, ne? Wir werden diese Äußerung von Herrn Bistron selbstverständlich im nächsten Ältestenrat befassen, wer hier würdig ist und wer nicht würdig ist. Und ich bitte Sie jetzt in Ihrer Rede fortzuführen. Sie haben mit den Mullahs paktiert und dabei auch noch das Symbol der Unterwerfung, das Kopftuch, aufgesetzt. Das ist feministische Politik à la Claudia Roth. Meine Damen und Herren, Sie sehen selbst, dieser Antrag ist ein Missbrauch des Parlaments für kulturmarxistische Propaganda. So wie Frau Merkel Europa spaltet, spalten Sie unsere Gesellschaft. Sie hetzen Frauen gegen Männer auf. Was für eine Aktion. Homosexuelle gegen... Uiuiui. Und wie die drauf sind, hier, guckt ihr die mal an. Unfassbar. Ne? Heteros. Weiße gegen Schwarze, Behinderte gegen Nichtbehinderte. Das lassen wir uns nicht mehr von Ihnen gefallen. Ein Staat treibt Außenpolitik, um seine Interessen zu vertreten. Nicht die Interessen seiner Frauen, sondern die Interessen aller seiner Bürger. Und im Moment am meisten für einen Mann, für Billy Sixt, den Sie im Gefängnis verrotten lassen. Friedensverträge sind stabiler und halten länger, wenn auch Frauen beteiligt sind. Es sind besonders Frauen betroffen, wo Krieg herrscht. Vergewaltigung, Ausbeutung, sexuelle Gewalt, das wird ganz gezielt als Demütigung von Völkern, als Kriegswaffe eingesetzt. Also nehmen wir jetzt mal ein paar Punkte, und das ist ja auch richtig. Aber es ist auch richtig, dass die Männer, die zum großen Teil da sind, mit den wenigen Frauen, die auch da sind, sich daher teilweise darum kümmern. Es ist ja nicht so, dass das in Vergessenheit gerät oder so. Ich meine, dass die Frauen, die da mit bei sind, sehr wohl auch eine Stimme in dieser Richtung haben und die erheben und auch die Männer da selber ein Auge für haben für solche Dinge. Also, da schwingt ja immer die Behauptung mit, die Männer würden sich um das nicht kümmern, aber das halte ich für falsch. Und deswegen arbeiten wir auch mit den lokalen Bevölkerungen zusammen. Ein Beispiel, die Abrüstungskampagnen, die wir im ländlichen Nigeria unterstützt haben, hätten ohne die Einbeziehungen und die Überzeugungskraft weiblicher Führungskräfte gar nicht funktioniert. Ohne die Bedürfnisse der Hälfte der Bevölkerung zu berücksichtigen, können wir keine gute Politik machen. Die Netzwerkbildung zwischen Frauen ist wichtig, und deswegen helfen wir dem African Women Leaders Network und gründen gerade ein zweites in Lateinamerika und Karibik.
Ja, wie gesagt, all das trotz der großen Überzahl der Männer und dem angeblich so kleinen Auge auf die feministische, auf die feministischen Anliegen. Ne? Und wir werden die Zivilgesellschaft einladen nach New York. Wir wollen ihnen eine Stimme geben. Wir wollen ihnen Gehör verschaffen. Ja, bei der Gelegenheit kann ich nur noch mal sagen, das Wort Zivilgesellschaft ist immer, sollte man immer hellhörig werden, denn damit ist, obwohl man es meinen könnte, nicht du und ich gemeint, sondern Vertreter von Kirchen, Vertreter von Verbänden, Vertreter von Gewerkschaften, Vertreter von feministischen Verbänden, etc. pp. Also die Krux dabei ist dann aber vor allen Dingen, dass die natürlich auch nicht alle einladen können, weil es ja sehr viele Verbände gibt, ne? Und dementsprechend dann eine Auswahl passiert, die man kritisieren können sollte, denke ich mal. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, dass diese Debatte sich lohnt, weil wir Frauen einen Unterschied machen können, dabei, wohin sich diese Welt entwickelt. Und liebe Männer, helfen Sie uns dabei. Herzlichen Dank. Es darf nicht sein, dass in Indien weit über 100 Frauen täglich vergewaltigt, unterdrückt oder sogar ermordet werden, nur weil sie Frauen sind. Woher weiß sie, dass es damit zusammenhängt, dass es Frauen sind? Also vergewaltigt, okay, aber unterdrückt und ermordet, das betrifft ja auch Männer, ne? Auch in Indien. 100 am Tag, vielleicht auch 200. Aber brauchen wir unbedingt das Adjektiv feministische Außenpolitik? Nein. Das Label feministisch ist für unser Anliegen überflüssig. Ich bin sogar der Meinung, dass manchmal sogar kontraproduktiv. Was? Kontraproduktiv? Wir werden sehr schwer eine gemeinsame Definition vom Feminismus finden. Und das haben mittlerweile die schwedischen Politiker auch erkannt. Ja, man kann ja nicht eine Außenpolitik machen mit einem Adjektiv, das man nicht vernünftig erklären kann. Das ist schon auch ein bisschen widersinnig. Aber es kommt ja dann stumpf durch, dass Feminismus alles, was gut ist für Frauen will, ne? Und alles andere da drumherum an Erklärungen dann plötzlich hinten rüberfällt. Ne? Ja, es ist ganz schön offenbarend auch. Meine Damen und Herren, Deutschland ist ein modernes Land. Wir brauchen eine moderne und verantwortungsvolle Außenpolitik. Wir brauchen eine Außenpolitik, deren Umsetzung und Repräsentation gleichermaßen von Männern und Frauen vorangetrieben wird. Und von ganz rechts kommt das übliche Geplärre von der angeblichen Gender-Ideologie. Hat der Bistron gar nichts von gesagt, von der Gender-Ideologie? Auch wenn ich zugeben muss, dass der Beitrag von Herrn Bistron heute schon außergewöhnlich flegelhaft war. Ja, andere Beiträge waren auch außerordentlich flegelhaft und sind nicht gerügt worden. Verstehe ich nicht so richtig da diese unterschiedliche Bewertung, aber das ist wohl auch der politischen Richtung geschuldet, schlicht und einfach. Schlicht und einfach, ne? So denken die offensichtlich. Wenn man da den Leuten irgendwie das nochmal sagt, dass das böse war von der AfD, dann glauben die auch, dass es böse war, ne? So einfach denken die. Denn eine Politik, die die Bedürfnisse und die Fähigkeiten der Mehrheit der Menschen vernachlässigt und nicht einbezieht, das ist einfach schlechte Politik. Ja, hier wird wieder behauptet, dass die Frauen von den männlichen Politikern vernachlässigt worden wären oder würden eben dauerhaft. Und das stelle ich mal in Zweifel, ne? Also, und außerdem, die Frauen, die sind ja nicht da. Außenpolitik halten ja viele hier im Saal quasi naturgemäß für Männersache, die im Silberrücken runden stattzufinden hat. Nö, eigentlich nicht. Aber die Frauen, die sind ja nicht da, ne? Sag mal, irgendwie... Ja. Und schauen wir uns nochmal unseren Auswärtigen Ausschuss an. Nur 12 Frauen sitzen hier 33 Männern gegenüber. Ja, sie sind nicht da. Bei der AfD, klar, aber auch bei den Grünen keine einzige Frau. Keine einzige bei den Grünen. Bei der FDP immerhin eine. Und bei der Union sind von 16 Vollmitgliedern 3 Frauen. Sie sind nicht da. Unfassbar. Die Bedürfnisse von Frauen ganz besonders berücksichtigen will, berührt das einige grundsätzliche Fragen. Ja, will man das denn grundsätzlich ganz besonders berücksichtigen? Ich weiß nicht. Ja, man sollte es vielleicht berücksichtigen. Oder kann es auch berücksichtigen, meinetwegen. Aber sie sind doch nicht da. Und außerdem, die Männer berücksichtigen es doch. Das ist eine verlogene Scheiße hoch 10. Wirklich, Feminismus 2019. Grab dich ein. Sondern wir müssen knallhart über Interessen reden. Erstens, Rüstungsexporte. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, geht davon aus, dass 80% aller durch Kleinwaffen getöteten Personen Frauen und Kinder sind.
Ja, was soll uns das denn jetzt sagen? Kleinwaffen sind ja keine Kriegswaffen unbedingt. Und klar, Außenpolitik besteht nicht nur aus Krieg und Nichtkrieg oder so, aber große Waffen machen ja mehr kaputt, sagen wir mal so. Wenn die sich mit den Kleinwaffen dann hintereinander in Bürgerkriegen auch noch erschießen und dann ihre Kinder und Frauen auch abschießen, ja. Das ist natürlich auch nicht schön, aber gut, dann kann man auch irgendwie die Rüstung begrenzen natürlich. Aber das ist ja doch nicht damit zu tun, dass es feministisch wäre oder nicht. Und auch Kinder sind nicht wie grundsätzlich an Frauen gebunden, wie hier teilweise suggeriert wird und immer wieder auch gern von den Feministinnen suggeriert wird. Im Gegenteil glaube ich, dass Mütter mit Feminismus am wenigsten am Hut haben. Zweitens. Opfer von Vergewaltigungen und Zwangsehen, etwa die Jesidinnen im Nordirak, müssen nicht nur rechtlichen Schutz in Deutschland bekommen, sondern vor Ort Hilfsmaßnahmen, etwa Psychotherapie und soziale Unterstützung. Und da unternimmt die Bundesregierung leider viel zu wenig. Ja genau, du fährst jetzt irgendwie nach Irak und machst da Psychotherapie mit den Leuten oder was. Ja, das muss der Irak leider als Land selber leisten, glaube ich. Das geht dann wieder zu weit, das ist irgendwie typisch Linke, ne? Drittens. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion von dem Kollegen. Nein, ich möchte gerne weitermachen. Zwischenfragen nicht, nee. Das ist auch auffällig. Also Zwischenfragen von der AfD werden nicht mehr angenommen. Zwischenfragen an die AfD werden fast immer angenommen. Ja, bitter, wenn man dann das Gefühl bekommt, dass da die Gesprächsbereitschaft eben verloren geht. Denn im Hinterzimmer oder im Ausschuss muss man sich ja dann doch wieder drüber unterhalten. Es gibt kein Recht auf Profitmaximierung durch Sweatshops, in denen schlecht bezahlte Frauen und Kinder unter krankmachenden Arbeitsbedingungen Markenklamotten für die reiche Welt zusammennähen. Und das muss in den Mittelpunkt. Und da arbeiten auch Männer, du doofe Kuh. Sag mal, wie geht's noch? Also wenn wir so eine Politik haben, die dann nur noch die Frauen und Kinder beachtet, ja, dann fällt auch was hinten drüber, was nicht richtig ist. Also... Wir könnten ja übrigens noch Kinder in den Auswärtigen Ausschuss schicken, wenn das so wichtig ist mit den Kindern. Mann. Ich möchte nicht auf die menschenverachtenden Bemerkungen der AfD-Kollegen eingehen, die peinlich waren. Ja klar, menschenverachtend, sowieso. Ja. Sexistisch hat er, glaube ich, gesagt, wäre das. Und ist die Frau Roth ihren Antrag wertlos gemacht hat. Ja, menschenverachtend, wo denn? Mann. Aber ich möchte nur eine Bemerkung machen zur Kandidatur von Kanzlerin Merkel. Als sie zum ersten Mal kandidiert hat, da waren es die Frauen der CDU, CSU und die Frauen aus der Gesellschaft und anderen politischen Gremien, die Frau Merkel in dieses Amt getragen haben. Und da sind wir heute immer noch sehr, sehr stolz drauf. Merkt ihr was? Also das ist jetzt plötzlich die Begründung dafür, dass Frau Merkel auch zu der marginalisierten bzw. strukturell diskriminierten Gruppe gehört. Und sie nur an dieser strukturellen Unterdrückung vorbeikommen konnte, indem die Frauen geschlossen zusammengehalten haben. Ja. Dass das irgendwie auch eine strukturelle, wie heißt denn das Gegenteil von Diskriminierung ist, sollte irgendwie klar sein. Ne? Also erstens glaube ich nicht, dass das so war, denn die Frau Merkel hat sich durchaus selber durchgesetzt und auch in verschiedenen Stellen ja schon gearbeitet vorher und so weiter. Und wenn das so war, dann war das irgendwie nicht rechtens sozusagen, dass irgendwie einfach jemand vorbeigeschleust wird. Aber Fakt ist, damit wird begründet, dass eben auch die Merkel und damit dann auch alle Frauen irgendwie nur, also trotzdem noch strukturell benachteiligt sind. Ne? Und ja, das halte ich doch für äußerst fragwürdig. Aber so sind die Argumentationen da bei denen eben immer mindestens mal fragwürdig, wenn nicht irgendwie verlogen und falsch und scheiße, ne? Und das Thema Ihres Antrags, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, zeigt, dass dieses Thema weiterhin im Fokus bleiben muss. Und deshalb bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie dieses Thema heute noch mal auf die Tagesordnung bringen. Ja, das Thema zeigt, dass das Thema im Fokus bleiben muss, ne? Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass ich den Ansatz feministische Außenpolitik nicht trage. Und Sie wissen ja auch, dass wir Ihren Antrag heute ablehnen werden. Oh, Taktiererei, politische. Kern ist, dass Frauen einen hohen Stellenwert in der Außen- und Sicherheits- und Entwicklungspolitik haben. Ja, wieder die Unterstellung, dass Männer diesen Umstand, den hohen Stellenwert nicht zumessen würden. Ne? Also Unterstellung von ja, Mutwilligkeit, Böswilligkeit im Prinzip. Und das finde ich mal ganz schön ätzend. Irgendwie. Die ganze Zeit der Kooperation ist irgendwie kaputt und vorbei und wird jetzt wieder aufgerollt oder was? Das ist ein Rollback, ne? So gesehen. Auf der einen Seite
sind Frauen ein maßgeblicher Faktor bei der Etablierung von Frieden und Sicherheit. Aber auf anderer Seite sind es gerade Frauen und Mädchen, die am stärksten unter den Folgen kriegerischer Auseinandersetzung und gewaltsamer Konflikte leiden müssen. Ja, wenn Männer tot sind, leiden die nicht mehr. Das ist schon richtig. Das sind ja auch zwei Umstände. Also leiden, aber weiterleben oder eben im Krieg sterben. Die kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen von dem, in dem Maßstab, in dem das hier gemacht wird. Ja, das ist auch eine typische Argumentationskette. Eben irgendwas Unlogisches nebeneinander blabbern und nebeneinander stellen, was nichts miteinander zu tun hat sozusagen, aber dann eben das Behaupten, ne? Unverständlichkeit hier von der CDU, die sich auch zum grünen Antrag im Prinzip bekennt. Meine Hörer und Staune, ne? Und so soll die Geschlechterperspektive als Querschnittsthema systematisch in alle relevanten Politikfeldern mit betrachtet werden. Es ging darum auch, dass Frauen und Mädchen in Flüchtlingsunterkünften zum Beispiel getrennt unterkamen und besonders gefördert wurden. Getrennt unterkommen ist ja nichts gegen zu sagen, aber warum gefördert werden besonders? Das ist doch eine Frechheit. Und wenn Sie mal sehen wollen, wie Frauen, wie flüchtende Frauen in der Welt gepiesackt werden, dann müssen Sie sich den Film von Lukas Rögler ansehen, der das eindeutig beweist. Ich glaube gar nicht, dass das nicht so ist. Also die Frauen werden bestimmt auch gepiesackt, so wenn die unterwegs sind auf der Flucht. Aber den Film hätte sie vielleicht mal den Titel sagen sollen. Ne? Ich glaube, so kann er was mit anfangen. Und ob das dann da wirklich der ultimative Beweis ist oder ob nicht vielleicht auch da dann verschwiegen wird, dass auch andere Leute leiden außer Frauen und Kindern. Transmenschen vielleicht, Klingelingeling. Das kann man natürlich so nicht wissen. Ne? In zahlreichen Ländern dieser Erde wächst die Tendenz zu einem besorgniserregenden Nationalchauvinismus. Damit einher geht eine anti-emanzipatorische und eine frauenverachtende Entwicklung. Ja, es ist eine parallelzeitliche Parallelentwicklung. Aber das hat eigentlich nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und das ist ja so ein typischer Trick von den Linken, eben Antifeminismus und Rechts- oder Nazitum, was auch immer, Anti-Ausländer zu sein oder so, in einen Topf zu werfen, ne? Ebenfalls eine verlogene Argumentation einfach. Wo Menschenrechte missachtet werden, sind es vor allem immer Frauen und Mädchen, deren Rechte mit Füßen getreten werden. Ach, das wird auch mal einfach so behauptet, ohne das irgendwie zu belegen oder so. Ne? Muss man nicht belegen, muss man nicht sagen, an welcher Stelle vielleicht oder so, oder warum das irgendwie jetzt mehr so ist als bei den Männern oder so. Nein, das muss man nicht. Man muss das einfach nur behaupten. Ne? Und wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und deutlich machen, dass ja auch Jungen und Männer in patriarchalen Strukturen leiden. Und wir setzen deshalb auf eine geschlechterorientierte Außenpolitik. Und wir haben dazu auch schon einige Handlungsfelder entwickelt. Ja, da weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, wenn man auf eine geschlechterorientierte Außenpolitik setzt, weil man damit ja auch irgendwie immer die Unterschiede adressiert irgendwie. Kann man nicht mal was Gemeinsames adressieren? Dass man mal Gemeinsames erreichen müsste oder gemeinsam irgendwie? Verdammte Tat. Ja, wir brauchen mehr Diplomatinnen in unseren deutschen Botschaften und Konsulaten, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn der Kampf gegen Hunger und Armut kann doch nicht losgelöst werden von den geschlechtsspezifischen Lebenslagen der Menschen. Der Kampf gegen Hunger kann doch nicht gelöst werden von den geschlechtsspezifischen Lebenslagen. Ich weiß nicht genau, wie wir das eine Rolle spielen sollen. Ich hätte es vielleicht mal sagen sollen. Der Chris hatte die Idee, dass es darum ging, dann Frauen zu essen oder so. Das war natürlich auch nur ein Scherz. Aber trotzdem, das ist doch totaler Quatsch. Gleiches gilt etwa für sexualisierte Gewalt. Denken wir an Genitalbeschneidung, Zwangsverheiratung oder Massenvergewaltigung als Kriegswaffe. Frauen sind jedoch keineswegs nur Opfer in Konflikten. Die verstärkte Beteiligung von Frauen bei Friedensdiensten und Versöhnungsinitiativen. Auf jeden Fall sind sie nicht Täter. Wir brauchen ein Gender-Monitoring, ein gendersensibles Frühwarnsystem. Okay, jetzt hatte ich kurz eine Unterbrechung. Gender-Monitoring, Gender-Frühwarnsystem in der Außenpolitik. Braucht man das da wirklich? Ich weiß ja nicht. Vor allem, wenn da keiner ist, der auf sowas aufpassen möchte, eben die Frauen ja nicht da sind. Und eine genderorientierte Forschung zur Außenpolitik. Mhm.
das Thema der gleichstellungsorientierten Außenpolitik. Ja, Moment, feministisch oder gleichstellungspolitisch oder was? Und wenn Gleichstellung, warum überhaupt? Warum nicht Gleichberechtigung? Ne? Ist zu wichtig und zu groß, um im Klein-Klein der Fraktionsdifferenzen zerrieben zu werden. Daher lade ich Sie alle ein, meine Damen, überfraktionell im Rahmen eines Parlamentskreises Frauen in der Außenpolitik enger zusammenzuarbeiten. Dazu eingeladen sind selbstverständlich auch alle Feministen, die uns dabei gerne unterstützen möchten. Die Männer. Ja, Frau Roth spricht dann auch nochmal zum Thema, wie angekündigt. Frauen und Mädchen werden in allen Regionen der Welt strukturell diskriminiert. Sie sind in besonderem Maße von Krieg, von Gewalt, von Armut und übrigens auch von der Klimakrise betroffen. Das sind so erklärungsbedürftige Aussagen. Also dann würde man sagen, wie sowieso Frauen jetzt besonders von der Klimakrise betroffen sind. Das war ja schon beim Thema Krieg ein bisschen uneindeutig, sagen wir mal. Und hier ist es überhaupt nicht so richtig logisch, oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Erklär doch mal, was du meinst. Zugleich wird Ihre Perspektive aber in der internationalen Politik weiter sträflich vernachlässigt. Aha, also die Männer machen da auf jeden Fall was falsch, weil ihre Perspektive der Frauen sträflich vernachlässigen, heißt es. Ob das so ist, wird nicht belegt oder so. Womit das fest, woran das festgemacht wird oder sowas, wird nicht gesagt. Irgendwie, es werden aber verschiedene Aktionen schon durchgeführt, ne? Die eine hier erklärt. Und wir müssen anfangen, Außen- und Sicherheitspolitik systematisch aus der Perspektive derer zu betrachten, die seit Jahrhunderten besonders unter ihren negativen Folgen zu leiden hatten. Also die armen Frauen, ne? Seit Jahrhunderten. Totaler Quatsch von Frau Roth. Aber eben die Propaganda gefressen und weiter wiedergekäut, wie man das so kennt von denen. Gewalt, Leid, Not gehen längst nicht mehr nur von zwischenstaatlichen Konflikten aus. Sie sind Konsequenz tief verwurzelter, auch patriarchaler Machtverhältnisse. Den Satz kann man etwas abkürzen, dann lautet der so. Gewalt, Leid, Not sind Konsequenz patriarchaler Machtverhältnisse. Das wollte sie eigentlich sagen, ne? Sie wollte nicht die patriarchalen Verhältnisse auch erwähnen, sondern eigentlich ist ihr deshalb wichtig, so dass man da außenpolitisch sogar einen Schwerpunkt drauf legt. Das kann ja keine Nebensache sein, ne? Und diese Verhältnisse zu ändern, auch das ist Ziel einer feministischen Außenpolitik. Ja, es beinhaltet eben immer die Aussage, dass da momentan was falsch laufen würde, dass man da den Vorwürfe machen wollte und müsste, dass die eben da nicht genug tun und das... Ja, das kann zwar vielleicht sein, aber dann müssen Frauen eben auch mal da sein. Vielleicht. Also ich glaube das auch noch nicht. Ich denke, dass die Männer sehr wohl die Frauenperspektiven einnehmen. Denn Politiker ist man ja fürs ganze Volk, ne? Und nicht nur für Frauen oder für Männer. Aber dieses allgemeine Missverständnis ist ja eh auch ein Ärgernis an sich schon. Und deswegen wollen wir neue Analysemechanismen anwenden. Jups. Analysemechanismen entlang der intersektionellen Theorie wahrscheinlich. Also diese ganze Veränderung von wegen, die Opfer bekommen eben Vorrechte und so weiter. Also was man eben so unter kulturmarxistischen Stichpunkten so kennt. Ne? Ist doch wahr, da hat der Büstron ja irgendwie recht. Auch wenn ich kein AfD-Wähler bin, kann ich nur sagen, in dem Punkt steht die AfD ganz gut da. Wir wollen, dass Deutschland vorangeht und Druck macht, nicht zuletzt im UNO-Sicherheitsrat bei der vollständigen Umsetzung von 1325, bei der Förderung von Frauen und marginalisierten Gruppen weltweit. Ja, das ist sowieso so ein Ding, dass sie das in der UNO schon mal reingeschrieben haben. Ne? Also im Prinzip so nach dem Motto, wir gehen erstmal vor mit dem Chefgremium, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt stimmt, aber... Wir gehen jetzt mal vor und die anderen sollen das und die Länder sollen das dann umsetzen. Das ist natürlich genau die Sorge, die dann auch bei solchen Dingen wie Camp Act oder wie es hieß, dann entsprechend sich bemerkbar machen in der Bevölkerung. Und das ist auch eine Masche, die Leute vor vermeintlich vollendete Tatsachen zu stellen. Und dann so nach dem Motto, jetzt müssen wir aber auch ein Gesetz dazu machen. Das ist nicht ganz in Ordnung, weil ja häufig sind ja auch Regierungen dann eben, die wechseln und die neue Regierung hätte das dann sowieso nicht gemacht. Natürlich kann man nicht jedes Mal alles ändern.
wenn die Regierung wechselt, aber deswegen kann man dann vielleicht auch solche Dinge nicht so festschreiben und nicht behaupten, dass sie so festgeschrieben werden, schon gar nicht bei der UNO, und dann gilt das auf Ewigkeiten für alle deutschen Regierungen oder was. Da würde ich mich als Regierung aber vielleicht auch irgendwie weigern. Ich weiß nicht, das ist eine ganz komische, heikle Geschichte vielleicht mit diesen UNO-Resolutionen. Da gibt es ja auch ein bisschen konkretere Sachen als nur irgendwie das jetzt die 1325. Naja, aber da vielleicht ein andermal zu. Aber es geht eben auch um gleichberechtigte Beteiligung. Es geht also nicht darum, Frauen zu zählen, sondern sicherzustellen, dass Frauen zählen. Das ist das, was wir meinen mit Paradigmenwechsel. Ja, wer stellt das denn sicher, wenn keiner da ist? Herr Gott, nee. Also nicht nur, dass irgendwie die vermeintlichen negativen Umstände gar nicht genannt werden, sondern ja, man weiß gar nicht, ob die Klage überhaupt irgendwie eine Berechtigung hat, die da geklagt wird. Ne? Also wenn Frauen aktuell nicht zählen würden, das ist auch eine Lachnummer. Angesichts aller dieser Maskulinisten und Macho-Machtpolitiker weltweit braucht es die kraftvolle Vision einer gerechteren, einer diversen Welt mehr denn je. Also wenn es von deutscher Seite vor allen Dingen ausgehend irgendwelche Macho-Kultur im internationalen Diskurs geben würde, das ist eine Lachnummer, was die Grünen hier abziehen. Und ich denke mal, sie wollten da vielleicht mit dem Antrag wirklich nur die AfD ärgern, keine Ahnung. Klassische Außenpolitik ist an dieser Aufgabe leider bislang gescheitert. Vielen Dank, liebe Kolleginnen hier in diesem Teil des Hauses. Ja, auch nochmal so ein Ding. Also, dass die Außenpolitik da gescheitert ist, ist natürlich eine sehr subjektive Sicht. Und die Verabschiedung, der Dank an die Kolleginnen, ja, also erstmal exkludierend, die Männer, die Männer aus den eigenen Reihen auch exkludierend und natürlich die andere Seite komplett exkludierend. Ja, und solche Leute sollen dann irgendwie Frieden schaffen oder so. Schon geil, ne? Und zwar, indem sie nicht da sind. Oh Mann, ey. Fakt ist, wir brauchen mehr Frieden. Ja, wir brauchen auch mehr Sicherheit. Und ganz definitiv in der Tat, wir brauchen mehr Frauen. Wofür Frauen denn? Sind in fast allen Bereichen der Außenpolitik nicht in dem Maße vertreten, wie es Männer sind. Sie sind halt nicht dabei da. Sind Frauen in meinen Augen zumindest sehr, sehr gute Außenpolitiker. Zumindest sind sie aber definitiv keine schlechteren als Männer, Herr Beström. Ja, im Umkehrschluss heißt es aber auch nicht, dass ja Männer... Okay. Dann sagt ja auch keiner was gegen, aber sie sind nicht da. Was sehe ich denn außer in gleich großer Zahl, wie die Männer da sind? Das ist doch überall so. Und es wird überall die gleiche Klage gesungen. Und ja, vielleicht sollte man mal akzeptieren, wie gesagt, dass Männer einfach 30% größer, schwerer und energieverbrennender sind. Und das muss halt irgendwo bleiben. Dann sind sie überall 30% eben vorne. Ist doch kein Wunder, dass die Frauen im Auswärtigen Ausschuss sich nicht beteiligen und da eben noch ein größerer Rückstand besteht. Das kann man nicht unbedingt den Männern anlasten. Und wenn Frauen sich immer abhalten lassen davon, dass da vielleicht eine Überzahl von Männern ist oder so, dann ist vielleicht das der Unterschied oder das Problem oder so. Das weiß ich nicht genau. Aber es ist auch eure Sache, das zu analysieren. Ich kann das nicht. Ich habe dafür nicht die nötigen Ressourcen, so viele Leute zu befragen oder sowas, solche Erhebungen zu machen. Aber bei euch hätte mal ein bisschen was anderes rauskommen dürfen, auch mit den Jahren, den Jahrzehnten, als immer nur die Behauptung, irgendwie Männer würden sich davor drängeln oder so. Frauen drängeln sich eben auch nach hinten. Im Umkehrschluss heißt es aber auch nicht, dass Männer die schlechteren Außenpolitiker sind, nur weil sie Männer sind. Das zu behaupten wäre diskriminierend, und diskriminieren wollen wir in dieser Diskussion ja sicher nicht. Ihr Antrag in allen Ehren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ich frage mich ganz ehrlich, sind Sie nicht ein bisschen spät dran damit? Ich habe in Ihrem Antrag nichts, aber auch gar nichts gelesen, was mir neu gewesen wäre. Ja, das ist ja, wenn da wirklich nichts Neues drinsteht in dem Antrag, dann ist das ja ein Hinweis darauf, dass die Grünen da irgendwie eine Show veranstalten wollten oder so mit. Was sonst? Ganz abgesehen davon, dass der Antrag eben auch über 30 Punkte wohl enthalten hat und 7 Seiten lang war oder sowas, ist eben ein bisschen viel, um zu erwarten zu können, dass man das so durchkriegt, denke ich mal. Und ich möchte an der Stelle einfach nur einen kleinen Auszug davon aufzählen, was schon alles getan wird. Beginnen wir doch mal mit den Zielen, die das Auswärtige Amt im Übrigen nicht erst seit gestern für sich festgelegt hat.
Das Ziel ist ein Frauenanteil von 50% in allen Bereichen. Und um das Ziel zu erreichen, gibt es einen Gleichstellungsplan und es gibt eine Gleichstellungsbeauftragte, die unter anderem darüber wacht, dass Frauen auch in ihrer Karriereentwicklung im Auswärtigen Amt nicht benachteiligt werden. Ja, Frauen sind so arm dran. Im Übrigen eine Forderung, die in Ihrem Antrag steht. Ja, die schreiben Sachen in den Antrag, die gibt es längst. Das ist geil, ne? Der entscheidende Hinweis, dass das Thema schon lang an höchster Stelle angekommen ist, ist die Tatsache, dass Frauen, Frieden und Sicherheit ein thematischer Schwerpunkt für die deutsche Mitgliedschaft im Sicherheitsrat 2019 und 20 ist. Aber da wird nur auf Männer geachtet, ne? Das ist so böse und schlimm. In internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Europäischen Union setzt sich die Bundesregierung schon seit langem dafür ein, dass die Rolle von Frauen in Konfliktbewältigung und Krisenprävention gestärkt wird. Sei es bei der Ausbildung von Polizistinnen in Afghanistan, bei der Förderung von irakischen Frauen in Existenzgründerinnen-Seminaren oder verschiedene andere Projekte zum Schutz von Frauen gegen sexuelle Gewalt und zur Gewaltprävention. Also die Grünen, die haben das alles festgehalten in ihrem Antrag. Der wird jetzt weiter beraten in den Ausschüssen und wird dann das Plenum erneut beschäftigen. Ja, soweit dann zu diesem Thema, zu dieser unsäglichen Posse. Es gibt ja so ein paar Kerndinger, die sich immer wieder durchziehen, eben die Behauptung, dass Männer da absichtlich Frauen irgendwie zurückhalten würden. Ja, oder dass man Fokus darauf ausrichten sollte, wie das mit den Geschlechtsunterschieden ist in den jeweiligen Ländern oder so vom Auswärtigen Amt und dass man da vor allem auch Einfluss nehmen will auf die Leute, auf die Familien und so. Das finde ich doch ein bisschen fragwürdig. Nichts gegen Hilfsmöglichkeiten oder Hilfsmittel da, die man denen anbieten kann. Aber in das Leben so einzugreifen und Psychotherapie auf westlicher Basis im Irak anzubieten, das ist vielleicht auch gar nicht zielführend. Ne? Keine Ahnung, was auch immer. Ich wünsche euch ein schönes Osterwochenende. Das reicht ja jetzt auch für heute. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, das Übliche. Ne? Und die Kommentare sind natürlich auch immer gerne genommen. Wie gesagt, bis dahin, danke, schöne Ostern. Ciao, ciao und tschüss.